Der lädt ja nicht. Versuch's mal jetzt. Ja, lass den Wasserkocher aus, jetzt funktioniert's. Also ganz so schlimm, wie ihr gerade gesehen habt, ist es ja nun nicht. Aber, Julian, einige denken ja tatsächlich, wenn dann alle elektrisch fahren oder viel mehr Leute elektrisch fahren, dann könnte ich parallel keinen Wasserkocher mehr betreiben. Oder im schlimmsten Fall würde irgendwo das Licht ausgehen, oder? Ja, oder der Herd geht abends aus und ich kann nicht mehr kochen. Oder, ja, oder Fernseher während der Bundesliga. Was noch schlimmer wäre, oder es müssen, das sind auch so Kommentare, die kommen, dann noch mehr Kohlekraftwerke angeworfen werden, um den Strombedarf für unsere Elektroautos, die jetzt ja auch noch mit dazukommen, zu decken. Und dann wird ja wieder mehr CO2 erzeugt und deswegen klappt das alles nicht. Und das ist alles Quatsch, worüber wir erzählen. Ja. So. Aber dem ist ja gar nicht so. Nee, dem ist auch so nicht, beziehungsweise man muss sagen, das ist natürlich ein sehr, also Stromversorgung, Stromnetze ist ein sehr komplexes Thema, das ist klar, das ist nicht irgendwie so, was man eben mal so zwischendurch macht, aber man kann es, glaube ich, versuchen mal so ein bisschen runterzubrechen und das wollen wir jetzt mal versuchen, euch klarzumachen, warum keiner Sorge haben muss, dass der Strom ausfällt, wegen Elektroautos. Ich stelle einfach mal eine Gegenfrage. Was würde passieren, was würde wirklich passieren, wenn heute Abend um 18 Uhr alle gleichzeitig ihren Föhn anmachen? Dann würde definitiv sicherlich das Netz zusammenbrechen und der Strom überall ausgehen. Richtig, definitiv. Das Netz bricht definitiv zusammen. Das sage jetzt nicht nur ich, sondern das ist so. Jetzt ist die Frage, warum passiert es nicht um 18 Uhr oder morgens um 6 im Badezimmer? Warum geht der Strom eben nicht weg? Ich würde sagen, das ist so eine Art Wahrscheinlichkeitstheorie, weil einfach, weil es höchst unwahrscheinlich ist, dass auch wenn ein ganzer Straßenzug 9 to 5 arbeitet und relativ nah beieinander zur gleichen Zeit nach Hause kommt und vielleicht auch noch einen ähnlichen Tagesablauf hat, dass die halt alle nicht zur gleichen Zeit einen Föhn einschalten, auch nicht morgens beim Fertigmachen. Und auch, selbst wenn die alle abends nach Hause kommen und die Waschmaschine anschmeißen oder den Ofen oder sonst irgendetwas. Das verschiebt sich immer um ein paar Minuten, mal mehr, mal weniger. Natürlich hast du die Spitzen zu diesen Zeiten, wenn die Leute nach Hause kommen und dann halt wirklich anfangen, Abendessen zu kochen, Fernseher läuft, Wäsche machen und so weiter. Aber es ist halt, es verteilt sich trotzdem und es ist nicht ad hoc sofort ein gigantischer Bedarf da. Richtig, genau. Und das ist nicht nur bei einem Föhn oder beim Herd oder bei der Waschmaschine oder sowas, sondern das verteilt sich. A, das ist der eine Punkt. Und B, es gibt Statistiken darüber, die uns vorausberechnen lassen, wann föhnen sich von, sagen wir mal, 10.000 Leute die Haare. Wie viele föhnen sich immer gleichzeitig? Wie viele Kühlschränke sind gleichzeitig am Netz? Wo wird überall gleichzeitig gekocht? Und das Ganze nennt man Lastprofil. Und damit arbeiten Stromversorger schon seit Jahrzehnten. Weil die wissen ja nicht, wann ich zu Hause mein Licht anschalte, wann du zum Beispiel deinen PC anschaltest. Die wissen nicht, wann wir zu Hause kochen oder wann ich mich föhne oder wann ich was weiß ich was mache. Das wissen die weder von mir, noch von dir, noch von irgendjemandem. Was die aber wissen, und das ist das, was du angesprochen hast, welche Last ist statistisch zu welcher Uhrzeit, welche Last muss gedeckt werden? Das beste Beispiel dafür habe ich bei mir sogar am Stromkasten, denn ich habe mir den als Koch natürlich mal genauer angeguckt und wollte ja wissen, ich habe einen Herd eingebaut mit 5 Platten. Das ist ja nun nicht sehr häufig, ne? Das stimmt, ja. So, und als Koch, wisst ihr ja, der macht ja ganz viele Sachen gleichzeitig. So, und ich wollte mal wissen, kann ich denn meinen Backofen, alle 5 Platten unter Volllast, meine Mikrowelle und noch einen Pürierstab und noch eine Knetmaschine und noch einen Backofen, also so einen Brotbackautomaten, kann ich das gleichzeitig laufen lassen? Und als ich in die Wohnung eingezogen bin, nein, hätte ich nicht gekonnt. Ich habe einen Elektriker gefragt und er sagt, ja, die Leitungen sind, oder das ist nie dafür ausgelegt, dass du das alles gleichzeitig machst. Man geht immer davon aus, dass du gewisse Sachen gleichzeitig machst und gewisse Sachen nacheinander. Genau. Ne? Genau. Und das was bei dir an den Herdplatten sehr schön deutlich gemacht hast, eben, das ist letztlich mit allen so. Egal, es spielt überhaupt keine Rolle, was es für ein Gerät ist. Ob es alle Handys sind, ob du alle Elektroautos nimmst oder ob du alle Mikrowellen nimmst. Ja, die sind eh nie alle gleichzeitig an. So. Und der zweite Effekt, den ich schon gesagt habe, du hast es eben auch angesprochen, es gibt so bestimmte Verbrauchsprofile, die man einfach kennt. Man weiß, ja, wenn die Leute morgens aufstehen, dann wird viel Strom verbraucht, zur Mittagszeit, abends so und so weiter und so fort. Und das nennt man Lastprofile.
Und mit solchen Lastprofilen, also mit einem vorhergesagten, also mit einer Vorhersage, wann verbraucht wird, wie viel Strom in Deutschland verbraucht, damit arbeiten die Stromversorger. Nicht nur die Stromversorger, sondern auch die Netzbetreiber. So, und da kannst du mit also vorberechnen, wie viel Strom wird wann gebraucht. Und das ist der Grund, warum bei uns der Strom nicht ausfällt, weil letztlich, also man könnte es ganz einfach beschreiben, indem man sagt, der Strom, den du brauchst, der ist in dem Augenblick da, wenn du ihn brauchst, weil man es vorhersagen kann. So ähnlich wie eine Wettervorhersage. Und jetzt Menschen, gibt es natürlich, ja. Und Menschen in ihrem täglichen Ablauf sind vorhersehbarer, als es jeder von euch da draußen gerne zugeben möchte. Richtig, genau. Vor allem, weil man ja nicht nur über 100 Haushalte spricht oder über 1000, sondern über hunderttausende Haushalte. Und dann gibt's halt mal einen Haushalt, der ist im Urlaub, dann ist er wieder da, dann hat er sich einen neuen Herd mit 5 Platten angeschafft, der nächste ist ausgezogen. Es ist wie so ein durchschnittliches Wabern, aber am Schluss bleibt dieses immer gleiche Lastprofil irgendwie übrig. Werktags ist es anders als am Wochenende, der Sonntag ist wieder anders als der Samstag, die Industrie hat wieder ein anderes Lastprofil und so weiter und so fort. Das weiß man also. Das müssen die ja auch wissen, denn so ein Kohlekraftwerk braucht ja eine Weile, um hochfahren zu können, braucht aber genauso eine Weile, um runterfahren zu können. Richtig, und, genau. Und du hast ja dann noch die Erneuerbaren und sowas. Du musst ja auch, also ein Windrad lässt sich wesentlich schneller abschalten, als so ein Kohlekraftwerk runterfahren, was ja sehr traurig ist. Aber das ist ja der Grund, warum wir dann immer wieder Windräder stehen sehen, weil die sich schneller abschalten lassen, bis dann halt eben die Kohle runtergefahren ist. Und dann kann das Windrad wegen mir gerne weiter funktionieren. Genau so ist es. Also, das muss man erstmal vorneweg wissen. Wenn ihr euer Elektroauto zum Laden anschließt, wird nicht irgendwo ein Kohlekraftwerk hochgefahren. Nee. Sondern der Strom ist statistisch schon da, weil, nehmen wir mal an, ihr kauft euch ein E-Auto und ihr werdet irgendwann eurem Stromversorger mitteilen, ich habe jetzt einen höheren Verbrauch, dann weiß der das. Das macht nicht nur ihr, das machen irgendwie immer mehr. Das geht in diese Lastprofile ganz automatisch mit ein. Die Lastprofile verändern sich also nach und nach. Zum Beispiel, je mehr Leute ein E-Auto haben, wird das immer weiter angepasst, sodass immer die richtige Menge an Strom da ist, die benötigt wird. Jetzt gibt es allerdings tatsächlich mal Ausnahmefälle, wo tatsächlich zu bestimmten Zeiten plötzlich mehr Strom benötigt wird, als man das vorhergesagt hat. Gutes Beispiel ist zum Beispiel, der beim Wasserverbrauch kann man sehr schön übertragen. Es gibt ein tolles Fußballspiel, es ist Pause. Was machen die Leute? Alle rennen aufs Klo. Dann hast du also so einen Fall, wo du plötzlich einen hohen Verbrauch hast. Das gibt es auch beim Strom, wenn zum Beispiel eine unvorhergesehene Kältewelle oder sowas eintritt. Wirklich, was nicht vorhersehbar war. Und dann braucht man sogenannte Regelenergie. Um diese Regelenergie, die gibt es sogenannte positive und negative Regelenergie. Positive Regelenergie ist, wenn ich sage, ich brauche jetzt ganz plötzlich, und zwar wirklich innerhalb von Sekunden, mehr Leistung im Netz. Dazu, du hast es gesagt, ist kein Kohlekraftwerk in der Lage. Nee, weil es ja viel zu lange braucht, um hochzufahren. Richtig. Was nimmt man dafür? Zum Beispiel ein Wasserkraftwerk. Das kannst du in Sekunden regeln oder in Zukunft immer mehr Batteriespeichersysteme. Das, das war ja ein Punkt, den ich angesprochen habe, in dem Wagenknecht-Video. Genau. Wo ja auch einige gesagt haben, ich ruiniere mir doch meinen Akku nicht, dass ich den als Speicher anbiete und sowas, aber da wird es hingehen. Und das schadet tatsächlich den Akkus gar nicht. Und nicht nur im Auto, sondern auch stationäre, auch große Batteriespeicher. Wir haben ja bei der Tesla-Umweltstudie darüber gesprochen, über diese Megapacks. Diese Regelenergie-Batteriespeicher sind auch auf Dauer viel billiger als ein Kohlekraftwerk oder als ein Erdgaskraftwerk, was man jetzt teilweise dafür nimmt. Es gibt übrigens auch negative Regelenergie, wenn man nämlich feststellt, die Leute verbrauchen aus irgendwelchen Gründen doch nicht so viel Strom, wie ich vorhergesagt habe. Dann braucht man zum Beispiel, oder dann kann man auch zum Beispiel hier die Akkus von unseren E-Autos nehmen, theoretisch, oder große Systeme, um diesen Überschuss an Energie dann dort aufzufangen. Zum Beispiel könnte man sagen, die Autos laden standardmäßig mit 11 kW. Und wenn ich jetzt plötzlich eine negative Regelenergie oder etwas brauche, was Strom aufnimmt, richtig, dann fahre ich mal kurz die Ladeleistung hoch bis zu 22 kW und das hochgerechnet auf 1 Million, 10 Millionen Fahrzeuge, das macht schon einiges aus. Das nimmt schon den Druck aus dem Netz heraus. Absolut. Und ich habe den Vorteil, ich nutze so, ich behalte sozusagen meine erneuerbaren Energien unter anderem hier. Ich muss sie nicht ins Ausland verkaufen oder teuer dafür bezahlen, richtig, dass sie mir dort abgenommen werden. Ne? Genau, also das ist erstmal so ein erster Eindruck, dass man also, ihr müsst also nicht glauben, dass irgendwo ein Kraftwerk hochfährt, nur weil ihr euer E-Auto ansteckt. Ja?
wenn wirklich solche Unvorhergesagten kommen, dann ist es halt Regelenergie. Und das ist, wie gesagt, in den allerseltensten Fällen Kohlekraft, sondern das sind eher eben schnell steuerbare Kraftwerke wie Wasserkraft, wie Biomasse oder wie Erdgas. Und dazu wäre dann auch nochmal zu verlinken, meine eine Woche Test mit deinem E-Roller. Mhm. Da haben ja auch ganz viele Leute unter dem Video drunter geschrieben, ja Mensch, cool, bei mir klappt das auch so. Ich lade immer tagsüber während der Arbeit. Hm. Der nächste schrieb, bei mir reicht es den ganzen Tag, ich lade abends. Siehst du? Und genau da haben wir wieder dieses Beispiel. Genauso wird es mit dem Auto auch sein. Hm. Das verteilt sich über den gesamten Tag, weil jeder hat einen anderen Anwendungsfall. Hm. Der eine kann auf Arbeit laden, der andere nicht. Richtig. Und wie gesagt, je mehr Leute Elektroauto fahren, desto mehr gehen diese ganz auch unterschiedlichen Ladeprofile. Du hast ein anderes Ladeprofil als ich. Du lädst vielleicht jeden zweiten, dritten Tag. Ich lade vielleicht ein-, zweimal die Woche, wenn es hochkommt. Ja, wird in diese Lastprofile statistisch eingehen. Jetzt ist auch häufig gesagt worden, also wir haben gesagt, das mit der Kohle ist eigentlich Quatsch, aber ich will es trotzdem nochmal besagen, nochmal ansprechen hier. Und zwar, durch Elektroautos wird kein Gramm mehr CO2 ausgestoßen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil nämlich in der Europäischen Union der CO2-Ausstoß für die Stromerzeugung tatsächlich gedeckelt ist. Es gibt also Zertifikate. Jeder, der CO2 erzeugt, der muss Zertifikate kaufen, damit er diese CO2 in die Luft ablassen kann. Und diese Menge der Zertifikate, die ist beschränkt. Das heißt, die Menge an CO2, die überhaupt durch die Stromerzeugung in der Europäischen Union emittiert werden darf, die ist beschränkt und die nimmt Jahr für Jahr ab. Wir verlinken das nochmal. Es gibt einen sehr schönen Artikel beim Umweltbundesamt dazu, in dem man auch dann sehr schön sehen kann, dass die Menge der Zertifikate, also die Menge an CO2, die überhaupt erzeugt werden darf in der stromerzeugenden Industrie, übrigens auch für die chemische Industrie und so weiter und so fort, die ist schon gedeckelt. Die ist bei den Verbrennern zum Beispiel nicht gedeckelt. Also ich kann so viel Benzin verbrennen im Laufe eines Jahres, wie ich möchte. Es ist durch nichts gedeckelt. Beim Strom ist es für euch auch nicht gedeckelt. Ihr könnt auch so viel Strom verbrauchen, wie ihr wollt. Aber die, die den Strom für euch erzeugen, die Art des Stroms, richtig, genau, die sind sozusagen eingeschränkt in diesen europäischen Zertifikatehandel. Das hat ja unter anderem auch das Fraunhofer-Institut genau. In der Antwort an das Kieler-Institut hineingeschrieben oder hat es ja auch mit erwähnt. Das verlinken wir auch nochmal hier unten. Es ist nicht viel, es sind zwei A4-Seiten, ist wirklich sehr interessant zu lesen und die haben es ja auch, weil das Kieler Institut ja auch sich darauf bezogen hat, dass wenn mehr E-Autos dazukommen, dann müssten wir ja mehr Kohlekraftwerke. Genau. Selbst wenn das so wäre, dürfte trotzdem nicht mehr CO2 emittiert werden. Es spielt also überhaupt gar keine Rolle. Auch das häufig genannte Argument, ja, wenn ihr mit euren E-Autos Ökostrom verbraucht, dann fehlt der Ökostrom woanders. Es ist im Prinzip völlig egal, weil es dürfen trotzdem nicht mehr CO2-Emissionen entstehen. Ob der Mixer bei Lieschen Müller mit Kohlestrom läuft und mein Auto mit Ökostrom oder mein Auto mit ich sag mal doof, mit Kohlestrom und Lieschen Müllers Mixer mit Ökostrom, in Summe, deswegen benutzen wir ja alle den Mix. Richtig, genau. Und deswegen darf eben auch nicht mehr CO2 entstehen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man viel zu häufig auch wirklich mal knallhart sagen muss. Also das spielt keine Rolle. Und diese Menge an Zertifikaten, die nimmt immer weiter ab. Auch die Preise für die Zertifikate sind in den letzten Monaten deutlich angestiegen, sodass jetzt tatsächlich die Versorger, aber auch die Industrie sich immer mehr umgucken müssen, wo kriege ich CO2-freien Strom her, damit ich nicht so viele Zertifikate kaufen muss. Wir sind nämlich quasi teuer an dem Scheideweg, ja, wo die erneuerbaren Energien halt einfach schon lange günstiger sind, ja, als Zertifikate zu kaufen. Genau. Und sicherlich machen das immer noch einige, diesen Zertifikatehandel, ja, klar, zum Übergang oder um gewisse Sachen zu kompensieren. Mhm. Aber mittelfristig gesehen ist es halt einfach günstiger, die Erneuerbaren zu bauen. Und das wird ja auch gemacht. Genau. So ist ja jetzt auch erst der 52 Gigawatt-Deckel in bei uns gefallen, dass wieder neue PV-Anlagen gebaut werden können. Genau, also der Ausbau war ja ein bisschen eingeschränkt, geht aber weiter. So, EU-Zertifikatehandel hatte ich angesprochen. Dann der nächste wichtige Punkt, den man nicht vergessen darf, ist, der Kohleausstieg in Deutschland ist beschlossene Sache. Also das heißt, Deutschland wird aus der Kohleenergie aussteigen. Aller spätestens bis 2038, vielleicht sogar schon 2035. Das heißt aber auch, dass schon vorher Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Und zwar beginnt es 2025, es sind ja schon in den letzten Jahren und Monaten Kohlekraftwerke stillgelegt worden. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Auch aus wirtschaftlichen Gründen ist zum Beispiel das Steinkohlekraftwerk in Rostock
ein großes Steinkohlekraftwerk hier im Nordosten Deutschland steht seit Ostern still, weil es sich nicht rechnet. Also das Argument, mehr E-Autos, mehr Kohlestrom, ist Quatsch. Jetzt haben wir dann noch einen Punkt. Und ja, wir lesen eure Kommentare. Da kam aber ein Kommentar, warum wurde denn jetzt dann das neue Kohlekraftwerk Datteln 4 ans Netz genommen? Ist das nicht wegen der zunehmenden Elektromobilität passiert? Definitiv nein, sondern hierhinter steckt tatsächlich zum großen Teil tatsächlich Verträge mit der Bahn, muss man leider mal so sagen. Die Bahn hat schon vor vielen, vielen Jahren solche Lieferverträge abgeschlossen und wird aus diesem Kraftwerk zum Teil versorgt. Ja, ich glaube, wir müssen uns auch noch die nächsten Jahre mit solchen unschönen Erfahrungen ein bisschen rumschlagen, bis so Altverträge, Altverpflichtungen und so weiter, auch dass Siemens jetzt in Indien zwei Kohleblöcke baut, muss man sich noch ein bisschen mit durchschleppen, bis das durch ist. Es ändert aber nichts daran, dass wir tatsächlich einen großen Erfolg haben, nämlich der Ausstieg aus der Kohleverstromung ist beschlossen und der findet auch statt. Und höchstwahrscheinlich früher als diese ganzen Daten, denn mit jeder Kilowattstunde Ökostrom, die produziert wird, werden zum Beispiel die Kohlekraftwerke unwirtschaftlicher und der Ausstieg geht schneller vonstatten. Also auch hier klares Argument, Elektroautos können gar nicht mehr mit Kohlestrom versorgt werden. Es gibt einfach nicht mehr genügend davon. Und selbst wenn, also, da muss man auch dazu sagen, die Elektroautos, die dann auf dem Markt kommen, die Erneuerbaren werden einfach immer weiter ausgebaut. Es könnte natürlich immer schneller gehen. Keine Frage. Ohne Frage. Aber sie werden immer weiter ausgebaut. Das heißt, auch die Elektroautos werden im Betrieb immer besser. Na klar. Und ich meine, und du hast jedes, es ja vorher gesagt, ja. Das Verbrennen von Benzin und Diesel ist ja nicht reglementiert. Das heißt, das bleibt immer auf einem Level. Ganz vielleicht wird es sogar noch ein bisschen schlechter, wenn der Motor älter ist und einen höheren Verbrauch hat. Aber das Elektroauto wird im Gegensatz immer besser. Im Prinzip wird das Elektroauto profitiert jeden Tag davon. Mit jedem Balkonkraftwerk, was in Betrieb geht, wird es so besser. Das Ganze stellen wir jetzt hier noch ein kleines bisschen vereinfacht dar, muss man dazu sagen. Es ist ein sehr komplexes Thema, aber vom Grundtenor her ist es so. Der nächste Punkt, Julian, wäre ja immer das langgebrachte Argument, dass die Netze zusammenbrechen würden. Mhm. Können das denn die Netze überhaupt schaffen, wenn so ein ganzer Straßenzug alle dann Elektroauto haben? Das sind ja hohe Ströme, die da fließen. Passt das denn überhaupt? Wir haben es ja am Anfang schon besprochen. Müssen ja nur alle heute ihren Föhn einschalten und dann geht das auch schon nicht. Also was das heißen soll, ist ganz einfach. Die Netze werden natürlich ausgebaut und entsprechend an den Bedarf angepasst, schon immer. Ich meine, denk einfach nur an neue Stadtteile, die entstehen. Das bedeutet aber auch, dass ja dann logischerweise die Netze entsprechend mit der Anzahl der Elektroautos angepasst werden, richtig? Absolut, das heißt, so ist es. Denn es ist ja immer auch eine sehr plakative Frage, was wäre, wenn morgen alle elektrisch fahren? Mhm. Und es wird ja morgen kein Werk aufgehen, wo 46 Millionen Elektroautos rausfallen und dann, wo sollen die alle laden? Und genauso wird ja auch dann die ganze Infrastruktur bezüglich des Stroms entsprechend mitwachsen. Die Netzbetreiber, die haben da schon ganze Modellreihen gefertigt. Richtig. Was ist denn, wenn mal 10 Millionen Elektroautos fahren? Mhm. Und wann gehen die denn davon aus oder wann haben die das denn mal berechnet? Also dieses Szenario ist in der Netzplanung, so nennt sich das drin, könnt ihr auch im Internet recherchieren. Wir legen den Link dazu in die Shownotes rein. Schon längst abgebildet. Dieses Szenario 7 bis 10 Millionen Elektroautos in 2030 und steigend. Das heißt, die Netzbetreiber, die großen Übertragungsnetzbetreiber, aber auch die kleinen Verteilnetzbetreiber rechnen bereits heute damit. Das heißt also, die gehen jetzt schon davon aus, ja, also dass sich die Anzahl der Elektrofahrzeuge im Prinzip, kann man sagen, verzehnfacht, ja, in den nächsten 10 Jahren. Ach, das reicht gar nicht. Wir sind jetzt bei ungefähr 300.000. Verzehnfachung wäre 3 Millionen. Ja. Ja. Also die rechnen mit deutlich höheren Steigerungsraten. Und das in nur 10 Jahren. Und das in sogar weniger als 10 Jahren. Wir sind ja jetzt schon Mitte 2020. Und zu welchem Schluss kommen Sie in Ihren... Kein Problem. Aha. Kein Problem. Das habe ich jetzt nicht ich mir ausgedacht oder Steve, sondern das könnt ihr in diesen Dokumenten einfach nachlesen. Das ist eine Vorgabe, die Bundesregierung rechnet damit. So, es war sogar so, dass die Netzbetreiber mit einer noch höheren Zahl von Elektroautos gerechnet haben, als es die Bundesregierung vorgegeben hat für diese Netzausbauplanung. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen,
lieber haben als brauchen. So sieht's aus. Und zwar ist dann 2030 nicht Schluss, sondern es geht natürlich weiter. Es können kurzfristige Ausbaueffekte auftreten, wenn zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen in irgendeinem Straßenzug, in irgendeiner Gemeinde jetzt, aus welchem Grund auch immer, plötzlich diese 46 Millionen E-Autos ausgekippt werden. Aber auch hier geht man von einer statistischen Erhöhung der Zahlen aus, hier im weniger, da geht es ein bisschen schneller. Ne? Das wissen wir, im Nordosten dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber im Südwesten geht es vielleicht ein bisschen schneller, weil da mehr verdient wird, mehr E-Autos auf die Straße, wie auch immer. Und wenn ich grundsätzlich von mehr Elektroautos ausgehe in dem gleichen Zeitraum, als es dann am Ende realistisch sind, dann bin ich ja auch immer auf Nummer sicher, weil dann kann zum Beispiel so eine gewisse Stagnation, wie wir sie jetzt während der Corona-Krise erlebt haben, meinen Zeitplan nicht mehr durcheinander bringen, richtig? Genau. Also hier muss man einfach mal sagen, deutsche Gründlichkeit kann man dort nachlesen. Wenn ihr Lust habt, lest euch das einfach nach. Deutsche Gründlichkeit wird dafür sorgen, dass diese Horrorszenarien, die teilweise auch bei uns in den Kommentaren gezeichnet werden, die werden definitiv nicht eintreten. Man sollte vielleicht noch eins dazu wissen. Ich habe vorhin den Kohleausstieg angesprochen. Wir steigen ja schon Ende 2022 aus der Atomenergie aus. Natürlich, das ist auch wieder klar, wir sind in dem großen europäischen Verbundnetz, schwappt von Frankreich ein bisschen Atomenergie zu uns rüber, aus den Niederlanden ein bisschen Erdgasstrom, mal aus Polen ein bisschen Kohlestrom, aber das geht genauso in die andere Richtung. Aber die Stromversorger, die sind ja im Prinzip gezwungen, diesen Ausfall oder dieses Abschalten der Atomkraftwerke auszugleichen. So viel können wir gar nicht über die Grenzen importieren. Das heißt, es ist völlig klar, der Ausbau der erneuerbaren Energien wird in den nächsten Jahren einen großen Schub bekommen, einfach weil der Strom ja irgendwo herkommen muss. Und hier wird auch wieder sehr viel über Offshore letztlich erreicht werden müssen, weil ich habe neulich mal neueste Zahlen gelesen. In einem Offshore-Windpark hast du 363 Tage im Jahr Stromerzeugung. Das ist wesentlich mehr als bei einer Onshore, also einer Windkraftanlage, die an Land ist. Also Offshore ist immer so ein bisschen so das Stiefmütterchen, aber Offshore-Windkrafterzeugung wird einen ganz, ganz großen Beitrag zur Energieerzeugung in der Zukunft liefern. Jetzt ist aber so, jetzt bist du ja ein glühender Verfechter von Photovoltaik und von Windkraft. Aber was ich immer wieder in den Kommentaren lese, ist, die erneuerbaren Energien sind ja gar nicht grundlastfähig. Das wäre ja nur Zappelstrom. Das kann ich gerne nehmen, um es aufzufüllen, um mir so ein grünes Image zu verpassen. Aber eigentlich kann ich ausschließlich damit gar kein Land betreiben oder versorgen, sagen wir es so. Das kannst du alleine mit Atomkraft auch nicht und das kannst du alleine mit Kohlekraft auch nicht, weil du hast es angesprochen, die Kraftwerke nicht regelbar sind und diesem Lastgang überhaupt nicht folgen könnten. Und ja, natürlich ist es so, mit Photovoltaik alleine, mit Wind alleine könntest du das Land auch nicht versorgen. Aber wir haben ja immer einen Mix erstens aus verschiedensten erneuerbaren Energien, die sich alleine schon aus natürlichen physikalischen Gegebenheiten sehr gut ergänzen. Und B, wir haben eine große Vielfalt an erneuerbaren Energien. Wir haben Wind, wir haben Sonne, wir haben Wasserkraft, wir haben Biomasse. Wir werden Speicherkapazitäten aufbauen und wir werden sicherlich noch einen gewissen Zeitraum zum Beispiel Gas oder Biogas als Ergänzungsenergie haben. Aber dieser Übergang, die Versorgung, die Vollversorgung ist definitiv technisch machbar. Wir haben ja, wir haben ja einen Mix aus verschiedenen erneuerbaren Energien. Es wird ja immer nur von Wind und Sonne gesprochen. Was haben wir denn da so alles? Ja gut, also die vier wichtigsten erneuerbaren Energiequellen, die wir haben, ist die Solarenergie, die auch mit dem größten Potenzial eigentlich, weil du sie halt überall hinbauen kannst, ohne großartig Landwirtschaft oder Fläche dafür zu benutzen. Wir haben natürlich Windenergie, die auch noch weiter ausgebaut werden wird und muss, das ist klar, einfach weil sie auf kleiner Fläche unheimlich viel Energie liefern kann. Wir haben die Wasserkraft, wir waren ja gerade in Österreich, da nimmt Wasserkraft ja einen riesen Teil ein. Wir haben die Biomasse in Deutschland, die auch wieder weiter ausgebaut wird. Wir werden Wasserkraft, Pumpspeicherkraftwerke aufbauen, um das zwischenzuspeichern. Guckt einfach mal zum Beispiel zum Projekt Nordlink. Da wird Windenergie aus Norddeutschland in Skandinavien zwischengespeichert und wieder zurückgespeist. Das ist das Thema Speicher. Das sind die vier großen Säulen, die wir haben. Wir haben noch Geothermie für Wärmeerzeugung. Und mit diesen Säulen können wir tatsächlich auch das Industrieland Deutschland voll mit 100% erneuerbarer Energie versorgen, weil es ist nicht nur die Erzeugung alleine, es ist auch, wie wir es nutzen, wie effizient wir das nutzen, wann wir es nutzen und natürlich ganz wichtig ist völlig klar der Aufbau der Speicher. Hier muss man allerdings eben leider sagen, dass die Bundesregierung bisher eher Speicherverhinderungsgesetze gemacht hat, die zum Teil doppelt mit EEG-Umlage belegt sind. Diese Knoten müssen einfach gelöst werden.
das ist, wie gesagt, ein sehr komplexes Thema. Wir können weiterhin sehr kontrovers darüber diskutieren. Es muss aber bei uns wirklich niemand Sorge haben, dass das Licht ausfällt, dass wir zu wenig Strom haben oder dass die vielen tollen Elektroautos, die auf den Markt kommen, jetzt den ganzen Ökostrom wegsaugen. Das ist so nicht richtig, das wird so nicht passieren. Genau, und diskutiert auch ihr gerne mit uns unten in den Kommentaren, wenn ihr Punkte habt. Wenn ihr sagt, ihr habt davon ein Projekt gehört oder ihr wisst da etwas, ihr habt eine Frage dazu oder ihr wollt das sagen, dass das dagegen steht, dann bitte mit möglichst genauen Angaben, sodass wir dieses Projekt auch finden oder noch besser sogar einen Link dazu. Kommt gerne auf uns zu, diskutiert mit uns darüber sachlich und kommt bitte nicht, was wir leider immer wieder hören, das geht grundsätzlich nicht, weil grundsätzlich geht nicht. Wir sind auch auf den Mond geflogen. 10 Jahre vorher hat jeder gesagt, das ist unmöglich. Ja. Die Menschen haben Pyramiden gebaut, wo man auch vielleicht gesagt hat, das geht nicht und die sind trotzdem gebaut worden. Die Informationen, die ich und die wir euch heute gegeben haben, basieren alle auf den Aussagen der größten deutschen Netzbetreiber und Stromversorger. Denn, Abschluss von mir, kein einziger der großen Netzbetreiber, der kleineren Netzbetreiber oder der Stromversorger sagt, der Strom fällt aus, die Netze brechen zusammen oder wir haben nicht genügend Ökoenergie. Das sagt keiner von denen. Und die müssen es wissen. Denn die verdienen ihr täglich Brot damit. Das ist deren Job. Und wenn die sagen, das geht, dann vertrauen wir mal darauf, dass das funktioniert. Ja, Steve, das sollte mal so ein kleiner in-deep sozusagen Sofa-Talk sein zu diesen Themen. Wir werden wieder viele Kommentare dazu bekommen in jeder Richtung. Wir freuen uns drauf. Ja, und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach den Kanal. Klickt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt, ne Julian? Genau. Und denkt dran, YouTube-Abo ist komplett kostenlos, ihr kriegt keine Zeitschriften nach Hause geschickt und wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Ganze gefallen hat. In diesem Sinne sagen wir beide danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.